Wir haben dieses Jahr unser Jahr der Jubiläen. 40-Jähriges hatten wir schon hinter uns, das wissen wir, haben wir alle gelesen. Diesmal haben wir am 25. Hof die Hunde mit Kampf hier in Büchen. Halt sich ruhig! Let's! Ten von Hund. Nehmen Sie die Arme hoch. Tasten Sie ab. Stehen Sie bequem. Sitz. Sie sind voller festgenommen. Hiermit übergebe ich eine voller festgenommene Person. Yes, sir. Ist das weggeworfen? Nee, hab ich nicht. Sie sind vorläufig festgenommen. Stehen Sie bequem. Gehen Sie entlang des Weges Richtung Grenzaufsichtsstelle.
stehen. Drehen Sie um. Hiermit übergebe ich eine vor euch festgenommene Person. Übung beendet. Mal hier in Büchen ausgetragen. Ich glaube, das ist Anlass, um einen ganz kleinen Rückschau, einen Rückblick zu halten auf das Hundewesen in unserer Verwaltung. Es gibt in der deutschen Zollverwaltung seit fast 70 Jahren Zollhunde. In einem Initialerlass aus dem Jahr 1921 wird die Hundehaltung in beschränktem Maße, wie es in einem Erlass eines Finanzministeriums heißt, eingespart. Unter der Voraussetzung, dass also Personal durch eine solche Maße eingespart oder besser eingesetzt werden könnte. Es wird in diesem Erlass die Ermächtigung erteilt, geeignete Beamte des Grenzschutzaufsichtsdienstes und Zollgrenzangestellten zu genehmigen, eigene Hunde als Schutzhunde für den Grenzbewachungsdienst abzurichten und zu führen. Davor war es teilweise verboten, teilweise geduldet. Hier dieses UFB-Wettkampfes der Zollhunde 1989 ist geworden. Der Zollsekretär Wichmann mit dem Zollhund Cliff vom Hauptzollamt.